1942. Ein Jagdschloss in den Wäldern von Mecklenburg. Hier trifft sich mitten im Krieg die Führungsspitze der Lufthansa, um Geburtstag zu feiern. Stolz blickt der Aufsichtsratsvorsitzende der Lufthansa zurück auf 10 Jahre bester Zusammenarbeit mit dem NS-Regime. Es hat mal der Staatssekretär ausgesprochen, dass in der deutschen Lufthansa das Dritte Reich schon von Anbeginn der Gesellschaft an eigentlich wirkungsvoll gewesen sei. Wir wollen hoffen, dass ein guter Stern über der schönen Aufgaben waltet, die wir im Regel hoffentlich bald nach einem siegreichen Frieden wieder haben werden, der die deutsche Fliegerei, die deutsche Verkehrsfliegerei und das Großdeutsche Reich auf die nächsten Höhen führt. Halt. Die Rede dokumentiert den Kniefall der Lufthansa vor dem NS-Regime. Bis heute betrachtet die Lufthansa Szenen wie diese nicht als Teil ihrer Firmengeschichte. Sie gehört zu jenen Unternehmen, die nur zu einem Teil ihrer Vergangenheit stehen. April 1999. In den USA wird die deutsche Lufthansa verklagt. Der Vorwurf, der Konzern habe mit den Nationalsozialisten kooperiert und im großen Stil Zwangsarbeiter eingesetzt. Die Lufthansa weist die Anschuldigungen zurück. Sie sei nicht der richtige Adressat für die Klage. Als Unternehmen habe man sich nach dem Krieg neu gegründet und deshalb mit dem Einsatz von Zwangsarbeitern im Dritten Reich nichts zu tun. Andere Unternehmen, die zur selben Zeit mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert werden, entscheiden sich, ihre NS-Vergangenheit rückhaltlos erforschen zu lassen. Die Ergebnisse veröffentlichen sie anschließend in Buchform und informieren die Öffentlichkeit auf großen Pressekonferenzen. Anders die Lufthansa. Sie beauftragt den Historiker Lutz Budras, eine Studie über den Einsatz von Zwangsarbeitern anzufertigen. Doch als er seine Ergebnisse vorlegt, wird die Studie nicht als Buch veröffentlicht, sondern lediglich fotokopiert und nur auf Anfrage verschickt. So gelingt es der Lufthansa, die brisanten Ergebnisse praktisch unter Verschluss zu halten. In einzelnen Episoden wagt sich die Lufthansa in der Beschäftigung von Zwangsarbeitern über das Maß hinaus, das für andere Unternehmen in der deutschen Industrie gilt. Und es mag wohl sein, dass die Lufthansa, nachdem diese Geschichten bekannt worden sind durch meine Studie, überlegt hat, ob das nicht ihren Ruf insgesamt schaden könnte. Wir bitten die Konzernleitung um ein Interview zur Firmengeschichte. Die Antwort des Pressesprechers fällt knapp aus. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir uns nicht beteiligen möchten und es daher auch kein Interview geben wird. Frankfurt am Main. Wer die Geschichte der deutschen Lufthansa durchschauen will, muss ihre Vorgeschichte kennen. Damit hat sich Harold James beschäftigt, einer der weltweit führenden Unternehmenshistoriker. Für ihn ist klar, dass es nur deshalb zur Gründung der Lufthansa kam, weil die Deutsche Bank die Fäden im Hintergrund zog. Die Banken insgesamt in Deutschland hatten die Tradition, dass sie die Industrielandschaft sozusagen bereinigen wollten. Die Deutsche Bank in den 20er Jahren war wirklich ein Musterbeispiel von dieser Art von Engagement. Eine der wichtigsten Fusionen, die die Deutsche Bank mit aller Macht vorantreibt, ist die Gründung der Lufthansa. Sie entsteht 1926 nicht aus dem Pioniergeist von Piloten und Ingenieuren, sondern aus dem Kalkül von Bankiers. Die wittern im Luftverkehr riesige Profite. Die deutsche Lufthansa war in vieler Hinsicht eine Riesenerfolgsgeschichte. Es war das bei weitem größte Luftunternehmen der Welt und es hat auch
Also das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich denkt, die Verhältnisse zwischen, die Größenverhältnisse zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Es hat mehr Passagiere transportiert, als in Amerika transportiert worden sind. Zielstrebig betreibt die deutsche Lufthansa von Anfang an ihre Expansion auf dem Weltmarkt. Über allem steht eine Vision. Unsere Flugzeuge, Wunderwerke deutschen Geistes, deutscher Arbeit, tragen uns schnell und sicher um den ganzen Erdball. Die Männer, die diese Vision umsetzen sollen, heißen Erhard Milch und Emil Georg von Staus. Der eine, Milch, ist das jüngste Vorstandsmitglied der Lufthansa und ein perfekter Organisator. Der andere, Staus, Aufsichtsratschef der Lufthansa, kommt von der Deutschen Bank und ist ein perfekter Lobbyist. Beide beschließen, sich die Gunst der Politik zu erkaufen, um die Spitzenstellung der Lufthansa im Weltluftverkehr sicherzustellen. Die Lufthansa war abhängig von öffentlichen Subventionen. Deshalb kaufte sich das Unternehmen sozusagen die Reichstagsabgeordneten. So eklatanterweise Hermann Göring, der ein Starpilot des Ersten Weltkrieges gewesen ist. Man könnte es auch so sagen, eine Art von Bestechung. Mit üppigen Geldzahlungen an Hermann Göring beginnt die Annäherung der Lufthansa an die Nationalsozialisten. Als Hitler 1933 Reichskanzler wird, beruft er Lufthansa-Vorstand Erhard Milch in seine Regierung. Milch ist nun Görings Staatssekretär und gleichzeitig Vorstand der Lufthansa. Fortan herrscht er über die zivile und die militärische Luftfahrt im Dritten Reich. Auftrage auf Befehl meines Oberbefehlshabers, Generaloberst Göring, habe ich Ihnen allen seine besten Grüße für diesen neuen Flug- und Luftschiffhafen zu überbringen. Doch plötzlich taucht ein Problem auf. Konkurrenten entdecken ein brisantes Detail in Milchs Biografie. Der mächtigste Mann der deutschen Luftrüstung hat jüdische Wurzeln. Milch wird wahrscheinlich überrascht gewesen sein, dass dann diese Gerüchte aufkamen, bei denen Leute versuchten, ihn wegen seiner halbjüdischen Herkunft, das ist ja dieser abstruse Begriff, zu denunzieren und damit zu erreichen, dass er von seinem Posten sowohl bei der Lufthansa als auch als Staatssekretär entfernt wurde. Die jüdische Abstammung bringt Milchs Karriere ernsthaft in Gefahr. Der öffentliche Druck zwingt ihn, einen sogenannten Arier-Nachweis zu erbringen. Erhard Milch hat versucht, eine andere Geschichte seiner Herkunft zu erfinden. Er hat behauptet, dass seine Mutter ihn und seine Geschwister gemeinsam mit seinem Onkel gezeugt habe und nicht mit Anton Milch, der bis zu diesem Zeitpunkt sein Vater war. Die abstruse Geschichte, die Erhard Milch nachträglich zum Arier erklärt, wird von der NS-Führung beglaubigt. In einem streng vertraulichen Dokument teilt Hermann Göring der Reichsstelle für Sippenforschung mit: Der Führer und Reichskanzler hat auf meinen ihm gehaltenen Vortrag hin die arische Abstammung des Staatssekretärs und Generalleutnants Erhard Milch anerkannt. Die Arisierung lässt sich ohne Risiko bewerkstelligen, weil Milchs tatsächlicher Vater ein Jahr zuvor gestorben ist. Während Erhard Milch seine Position an der Spitze der deutschen Luftfahrt behält, müssen andere jüdische Mitarbeiter die Lufthansa früh verlassen. Der prominenteste Fall ist der von Erich Schatzky. Er gilt als das technische Genie der Lufthansa und ist maßgeblich am Aufstieg der Fluggesellschaft beteiligt. 1933 wird er von Nazis, die bei der Lufthansa aktiv sind, aus dem Amt gejagt. Bald nach der Machteroberung übernimmt die Lufthansa eine wichtige Aufgabe in den Kriegsplanungen Hitlers, die Ausbildung von Piloten. Eines der größten Probleme beim Aufbau der Luftwaffe war natürlich die Ausbildung von Piloten, weil Piloten fallen nicht vom Himmel. Und deswegen brauchte man Männer, und das waren halt meistens nur Männer, die Ausbilder waren, die schon längere Zeit sich mit diesem Gedanken vertraut gemacht hatten und das auch konnten, junge Piloten ausbilden. Scharen von Flugschülern werden durch die Ausbildungslehrgänge der Lufthansa geschleust. Sie sind das Personal für zukünftige Angriffskriege. Hey. Frei! Auch in der Außendarstellung vollzieht die Lufthansa ihre Gleichschaltung mit dem NS-Regime. Streng nationalsozialistisch lautet nun das Firmenmotto: Fliegen heißt siegen über Zeiten und Weiten.
Für ihre Treue wird die Lufthansa belohnt. 1936 macht ihr das Reichsluftfahrtministerium das Angebot, im Kriegsfall die Flugzeuge der Luftwaffe reparieren zu dürfen. Ein lukratives Geschäft, vor allem wenn bald ein Krieg kommt. Der Einstieg in die Flugzeugreparatur war auf die Perspektive hin ausgerichtet, dass es irgendwann Krieg geben würde. Und für diesen Krieg brauchte man Kapazitäten, um die Flugzeuge irgendwie reparieren zu können. Das war eine der wichtigen Lufthansa-Leistungen für das Reich, sich auf diese Flugzeugreparatur einzulassen, mehr als jedes andere Unternehmen, und damit dann die Reparaturwerkstatt der Luftwaffe zu werden. Als im September 1939 die Wehrmacht Polen angreift, werden 600 Flugzeuge der Luftwaffe abgeschossen. Von denen lassen sich weit mehr reparieren als gedacht. Doch die Lufthansa ist auf die Menge nicht vorbereitet. In ihren Reparaturwerkstätten fehlt es an Arbeitskräften. Bald wird das Unternehmen sie sich beschaffen, indem man Menschen zu Zwangsarbeitern macht, deren Heimatländer die Wehrmacht überfällt. Frühjahr 2000. Die Zwangsarbeiterklage aus den USA gegen die deutsche Lufthansa ist immer noch anhängig. Die Bundesregierung bietet an, das Problem zu lösen. Damit die amerikanischen Schadenersatzklagen fallen gelassen werden, wird ein Entschädigungsfonds eingerichtet. In diesen Fonds zahlt auch die Lufthansa ein. Pauschal werden daraufhin einige ehemalige Zwangsarbeiter entschädigt. Ein großer Teil aber bleibt ohne Entschädigung. Ihnen fehlen die Dokumente, mit denen sie ihre Zwangsarbeit beweisen können. Solche Beweise finden sich beispielsweise im Archiv der Lufthansa. Es wäre einfach, eine Liste ehemaliger Zwangsarbeiter zusammenzustellen und auf sie zuzugehen. Doch das hat die Lufthansa bislang nicht getan. So hat kaum mehr als eine Handvoll ehemaliger Zwangsarbeiter der Lufthansa eine bescheidene Entschädigung erhalten. Zu ihnen gehört Eugeniusz Banaszak aus Koszan in Polen. Als wir versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen, erfahren wir von seiner Ehefrau, dass er vor ein paar Jahren gestorben ist. Halina Banaszak lädt uns trotzdem ein. Nach Schulschluss wurde mein Mann zusammen mit anderen nach Posen in die Dabrowski-Straße mitgenommen. Dort war ein Gebäude, ich weiß nicht, wie es genau hieß, wo man ihnen beibrachte, Flugzeuge zu reparieren. Und dann war er plötzlich verschwunden. Als mein Mann weggebracht wurde, war er erst 14 Jahre alt, also noch ein Kind. Eingesperrt in einen Eisenbahnwaggon verlässt Eugeniusz Banaszak Polen. In Deutschland kommt er in ein Zwangsarbeiterlager der Lufthansa. Dort hat man für Kinder wie ihn eine Sonderaufgabe vorgesehen. In die Flugzeuge, die Flügel, da kam ja kein Erwachsener rein. Dafür brauchten sie die Kinder. Sie mussten da hineinklettern und dort etwas nieten. Ich kenne mich mit Mechanik nicht so gut aus, aber ich weiß, dass das ihre Arbeit war. In die Flügel reinklettern und nieten. Vier lange Jahre muss Eugeniusz Banaszak Zwangsarbeit bei der Lufthansa verrichten. Eine Zeit, die seine Gesundheit ruinieren wird. Lebenslang hat er mit den Folgen der Zwangsarbeit zu kämpfen. Der Zustand meines Mannes hat mir nicht gefallen. Wir gingen zum Arzt und es stellte sich heraus, dass er Arterienverkalkung hatte. Der Arzt sagte, dass er in seiner Jugend stark durchgefroren sein musste. Und dann hat er Spritzen direkt in die Arterie bekommen. Eine Zeit lang ist er jedes Jahr zur Kur gefahren. Schließlich hat er künstliche Adern gekriegt. Danach hat er noch 2 Jahre gelebt. Hat die Lufthansa Sie je um Verzeihung gebeten? Ach wo, ich habe niemals einen Brief bekommen. Den einzigen Brief, den ich bekommen habe, war der von Ihnen, der an meinen Mann adressiert war. Das ist alles. Ich habe niemals etwas aus Deutschland bekommen. Mein Mann auch nicht.
Die Lufthansa behauptet, sie habe sich bei ihren ehemaligen Zwangsarbeitern entschuldigt. Keiner der Zwangsarbeiter, die wir während unserer Recherchen treffen, hat uns dies bestätigt. Sommer 1941. Der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion beginnt. Die Wehrmacht stößt vor bis in die Ukraine und erschließt der deutschen Kriegswirtschaft ein riesiges Reservoir an Arbeitskräften. Unter einem brutalen Besatzungsregime werden Hunderttausende Zivilisten zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppt. Sie stillen den Hunger der Industrie nach dringend benötigten Arbeitskräften. Siebzig Jahre später. Eine Zugfahrt von Kiew auf die Krim. Marina Schubert recherchiert seit Jahren das Schicksal ehemaliger Zwangsarbeiter aus ihrer Heimat, der Ukraine. Man kann wirklich sagen, sie haben die Ukraine durchkämmt und wirklich eine Jagd auf Menschen hier gemacht. Also sei es, dass sie Schulklassen einfach mitgenommen haben, sie sind in Kinosäle reingegangen, haben die Menschen mitgenommen, auf den Feldern die Menschen eingesammelt. Also es war ganz egal wo. Die Jagd nach den Menschen fand hier schon sehr, sehr stark statt. Wir haben es mit vielen Zwangsarbeitern zu tun. In Städten wie Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiew. In der Ukraine leben so einige Tausend noch. Es gehen aber wirklich täglich einfach Menschen aus dem Leben, weil die einfach schon sehr, sehr alt geworden sind. Da die Lufthansa die Namen ihrer Zwangsarbeiter nie veröffentlicht hat, haben wir Marina Schubert gebeten, diese für uns ausfindig zu machen. Keine leichte Aufgabe. Die erste Station unserer Reise führt uns in das Dorf Schemtschutschina auf der Krim. In einer kleinen Bauernkarte lebt hier Ilja Besinski mit seiner Frau. Ilja Besinski ist in Schemtschutschina aufgewachsen und hat als Kind erlebt, wie die deutsche Wehrmacht seine Heimat überfiel und besetzte. "1942 wurde ich von hier nach Deutschland verschleppt. Ich wohnte damals schon in diesem Dorf. In Deutschland kam ich erst einmal in ein Verteilungslager. In diesem Lager war ich aber nur eine Nacht. Am nächsten Tag kam der sogenannte Käufer, also einer, der sich Arbeitskräfte aussuchte, und brachte mich nach Lübeck in ein Werk. Der sogenannte Käufer war die deutsche Lufthansa. In ihrer Werkstatt in Lübeck zwingt sie Ilja Besinski, ein Abzeichen zu tragen, das ihn von anderen Arbeitern unterscheiden soll. Ost. Ost. Wir mussten dieses Zeichen an der Brust tragen. Oder am Ärmel. Zu essen gab es Suppe und Brot. Mehr nur selten. Tee bekam er noch. Das war unsere Verpflegung. Nach einiger Zeit versucht Ilja Besinski zu fliehen. Er wird verhaftet und zur Strafe in ein Konzentrationslager gesteckt. Nach seiner Haft kehrt er nicht mehr zurück zur Lufthansa. Bis Kriegsende muss er für andere deutsche Firmen Zwangsarbeit verrichten. Eine Entschädigung hat er bis heute nicht erhalten. Bei seiner Rückkehr in die Sowjetunion hat er seine Arbeitskarten vernichtet. Denn für Stalin galten überlebende Zwangsarbeiter als Kollaborateure der Deutschen. In Russland verkündete Stalin, dass diejenigen, die in deutscher Gefangenschaft Arbeit verrichteten, nicht länger seine Landsleute seien. Niemand kümmerte sich darum, dass unsere Gesundheit dort ruiniert wurde. Bis heute kann Ilja Besinski seine Zwangsbeschäftigung bei der Lufthansa nicht nachweisen. Dafür wäre er auf Hilfe der Lufthansa angewiesen.
Universität Freiburg. Hier erforscht der Historiker Ulrich Herbert seit den 80er Jahren das Zwangsarbeitersystem des Dritten Reichs. Lange Zeit behaupteten Firmen wie die Lufthansa, man habe die Zwangsarbeiter nicht freiwillig eingestellt, sondern nur auf staatlichen Druck hin. Für Ulrich Herbert ist das nichts weiter als eine Schutzbehauptung. Wenn ein Unternehmen seine Rüstungsproduktion nicht aufrechterhalten konnte wegen zu geringer Arbeitskräfte oder zu wenigen Arbeitskräften, dann stellte es einen Antrag ans Arbeitsamt. Und da gab es dann nur noch ausländische Arbeiter, die von den Arbeitsbehörden nach Deutschland gebracht worden waren. Das war nicht etwa so, dass also der Gauleiter gesagt hat, ihr müsst jetzt Zwangsarbeiter nehmen. Im Gegenteil, das Unternehmen brauchte Arbeiter, hat ausländische Arbeiter genommen und dann nach Gusto besser oder schlechter behandelt. Auch den Verantwortlichen der Lufthansa wird klar gewesen sein, dass die Anforderung von zusätzlichen Arbeitskräften nichts anderes bedeuten konnte als den Einsatz von Zwangsarbeitern. Bald nimmt dieser Zwangsarbeitereinsatz in der deutschen Wirtschaft ein unvorstellbares Ausmaß an. Wir gehen etwa von 10 Millionen aus, die, und das ist wichtig, für kürzere oder längere Zeit nach Deutschland gegen ihren Willen gebracht oder dort gegen ihren Willen festgehalten worden sind. Das ist etwa die Zahl der Sklaven, die transatlantisch während der gesamten Jahrhunderte von Afrika nach Nord- und nach Südamerika gebracht worden sind. Es handelt sich um den größten Fall der Verwendung ausländischer Zwangsarbeiter in einem Land in der neueren Geschichte. Um den Einsatz von Zwangsarbeitern zu verharmlosen, behaupten viele Konzerne später, bei ihnen sei es den Zwangsarbeitern besser ergangen als in ihrer Heimat. Die Tatsache, dass es den Betroffenen nun besser ginge als vorher, ist übrigens das klassische Argument der Sklavenhändler des 19. Jahrhunderts. Also wir haben die gewissermaßen aus dem Busch gerettet und die dürfen jetzt bei uns arbeiten. Das ist ein Argument von sehr trüber Tradition. Marina Schubert reist weiter nach Weißrussland. Sie sucht eine ehemalige Zwangsarbeiterin, die bereits im Alter von 14 Jahren nach Deutschland verschleppt wurde. Ihr Name Nina Trisno. Als wir sie zu Hause nicht antreffen, sagt man uns, sie liege im Krankenhaus der Stadt Rogew. In Deutschland kamen wir sofort in ein Lager. Das war in Berlin-Staken am Schwarzen Weg. Lager für Russen. Am Anfang durften wir nicht allein zur Arbeit gehen, nur in einer Gruppe. Wenn wir durch die Straßen gingen, dann warfen die Jugendlichen Steine auf uns und schrien uns zu. Russische Schwein, russische Schweine. 4 Jahre wird Nina Trisno von nun an Zwangsarbeit verrichten. Sie arbeitet in der Hauptwerkstatt der Lufthansa in Berlin-Staken. Die Flugzeuge wurden zur Reparatur zu uns gebracht. Wir mussten alles besichtigen und durchsuchen. Und dann mussten wir möglichst auf allen beschädigten Stellen Bleche festnieten. Ich erhielt ein Nietgerät. Es war so schwer, dass ich es kaum in meinen Händen halten konnte. Ich versuchte also, die Arbeit mit diesem Nietgerät zu erlernen. Die Arbeits- und Lebensbedingungen im Lufthansa-Lager sind hart. Willkürliche Misshandlungen durch die Wachmannschaften gehören zum Alltag. Der Werkschutz hielt mich an. Er sagte, ich sollte zurück in die Baracke gehen. Da sagte ich zu ihm, Faschist. Dann nahm er einen Knüppel und schlug auf mich ein. Ich schützte mein Gesicht vor seinen Schlägen. Er schlug mich auf die Arme, den Kopf, den ganzen Körper. Er knüppelte mich nieder und ich kroch von ihm weg. Frühjahr 1942. Der Vormarsch der Wehrmacht an der Ostfront gerät ins Stocken, aber die Profite der Lufthansa steigen. Viele deutsche Flugzeuge werden abgeschossen und deren Reparatur bringt Millionen ein. In ihrer Bilanz versteckt die Lufthansa diese Gewinne hinter dem auffallend hohen Posten Sonstiges. Er ist 5-mal so hoch wie der Gewinn aus dem Flugbetrieb. Erhard Milch sieht die Situation kritisch. Durch den Stillstand an der Ostfront droht der Nachschub an dringend benötigten Zwangsarbeitern zu versiegen.
Deshalb wendet sich Milch an SS-Führer Heinrich Himmler. Auf Milch und auf ein Abkommen Milchs mit Himmlers ging der Einsatz von KZ-Häftlingen in der deutschen Industrie zurück. Und er hat diesen Einsatz auch selber während der gesamten Zeit immer gepredigt. In dem Sinne, dass er sagt, wir können unendlich viele Arbeitskräfte haben. Und wenn wir nicht mehr genug haben, dann fängt Himmler, Zitat, fängt Himmler noch welche. Während der Einsatz von KZ-Häftlingen fast überall in der deutschen Industrie anläuft, fordert die Lufthansa diese nicht an. Ein Detail, das das Unternehmen nur scheinbar entlastet. Wenn die Lufthansa keine Häftlinge aus KZs eingesetzt hat, dann hat das keine moralischen Ursachen gehabt, sondern der einfache Grund dafür war, dass die Lufthansa in der Lage war, anders als andere Unternehmen, sich selber Arbeiter zu beschaffen, nämlich durch die Entführung von Beschäftigten der Frontreparaturbetriebe, die beim Rückzug der Wehrmacht aufgelöst wurden. Bei den Entführten handelt es sich um Einheimische, die in Betrieben der Lufthansa unmittelbar hinter der Front arbeiten. Sie sollen vor Ort die abgeschossenen Flugzeuge der deutschen Luftwaffe reparieren. Es ist die Not, die sie zur Lufthansa treibt. Da die Wehrmacht ihre Häuser und Felder niedergebrannt hat, ist die Arbeit bei der Lufthansa für die Menschen oft der einzige Weg, an Lebensmittel zu kommen. Kiew, die Hauptstadt der Ukraine. Marina Schubert ist auf dem Weg zu Vsevolod Suvorov. Den Unterlagen nach hat er in einem Frontreparaturbetrieb der Lufthansa gearbeitet. Zurückgezogen lebt der Rentner in einer Wohnsiedlung am Stadtrand. Um Lebensmittelkarten zu erhalten, lackierte Suvorov während der deutschen Besatzung Flugzeuge für die Lufthansa. Als die Rote Armee gegen die deutschen Truppen vorrückte, verschleppten die Deutschen nicht nur junge Männer, sondern auch heranwachsende und minderjährige Kinder. Es kamen zwei Soldaten und eine Dolmetscherin. Du hast 15 Minuten, um deine Sachen zu packen. Und dann musst du in den LKW und es geht los. So war's. Gegen seinen Willen wird der 18-Jährige in ein Lager der Lufthansa nach Polen gebracht. Aus Vsevolod Suvorov wird ein Zwangsarbeiter. Hier erfuhr ich, dass diejenigen, die meine Verschleppung veranlassten, von der Lufthansa waren. Die Dolmetscherin arbeitete für Lufthansa. Und die zwei Soldaten waren auch im Betriebsschutz. Die drei waren Vertreter der Lufthansa. Nach Darstellung der Lufthansa hat sich Lufthansa-Personal nicht an der Verschleppung von Zwangsarbeitern beteiligt. Doch Suvorov ist sich sicher. Es war die deutsche Lufthansa, die uns verschleppte. In einem internen Dokument, das uns vorliegt, stellt die Lufthansa sich selbst hypothetische Fragen zum Komplex Zwangsarbeit. Darin heißt es: Warum wurde dieses Thema bis jetzt bei Lufthansa nicht berücksichtigt? Es wurde als unangenehmes Thema schlichtweg verdrängt. Und weiter, wird das Thema betriebsintern offen diskutiert? Nein. Winter 1943. Durch die gewaltsame Verschleppung von Arbeitern aus den Frontreparaturbetrieben steigt die Zahl der Zwangsarbeiter bei der Lufthansa stark an. Sie werden für besonders harte Aufgaben eingesetzt. Wir haben einen relativ großen Bereich, der sehr schmutzig ist, sehr anstrengend ist und teilweise auch sehr ekelhaft ist, weil man natürlich aus zerschossenen Flugzeugen auch Leichenteile beseitigen muss. Bis 1945 wird die Lufthansa in ihren Werkstätten weit mehr als 10.000 Zwangsarbeiter einsetzen. Auf der Lohnliste standen ungefähr 300 Leute reines fliegendes Personal. Dem standen gegenüber insgesamt 16.000 Menschen, die mit anderen Tätigkeiten befasst waren. Und von denen wiederum arbeitete der größte Teil in den Werkstätten. Man sah in der Tat nur die Flugzeuge am Himmel und nicht das Reparieren von Flugzeugen für die Luftwaffe.
Bis zum Ende des Krieges versucht die Lufthansa, ihren Flugbetrieb aufrechtzuerhalten. Man will den Eindruck erwecken, das Unternehmen sei nichts weiter als eine ganz normale Fluggesellschaft. Frühjahr 1945. Die Rote Armee rückt auf Berlin vor. Jetzt realisiert auch die deutsche Industrie, dass der Krieg verloren ist. Plötzlich werden die Zwangsarbeiter zur gefährlichen Last. Man versucht, die Zwangsarbeiter in irgendeiner Weise von Werksgelände wegzubringen, dass sie dort nicht von den Alliierten angetroffen wurden. Deswegen haben etliche Unternehmen versucht, sich ihrer Zwangsarbeiter zu entledigen. Die Lufthansa hat schon im Januar 1945 etliche aus der Werkstatt in Schkeuditz zum Schanzen an den Westwall verfrachten lassen. Doch die Alliierten lassen sich durch die Vertuschungen der Lufthansa nicht blenden. Nach der Potsdamer Konferenz erklären sie die Fluggesellschaft zur verbotenen NS-Organisation. Auch das Führungspersonal gerät ins Visier der Alliierten. Erhard Milch muss in seiner Funktion als Stellvertreter Görings im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess aussagen. Did you know that forced labor was being brought from occupied territories and compelled to work in German industry? Did you know it? Nein, ich habe nur gewusst, dass... Well, now tell us what you did know about it and what you did about it. Ich wusste, dass diese Leute angeworben wurden damals, dass sie also freiwillig kamen. Ich wusste, dass viele sehr zufrieden waren, dass aber mit der Zeit, als die deutsche militärische Lage schlechter wurde, auch innerhalb dieser fremdländischen Arbeiter, wenn auch nur in einem, soweit es mir zu Ohren kam, kleinerem Umfang, eine schlechte Stimmung aufkam. Es war wohl so, dass den Alliierten nicht ganz klar war, wer Erhard Milch war. Und erst allmählich wurde ihnen klar, welchen Vogel sie da gefangen hatten. Milch war derjenige, der seit 1929 bis kurz vor Kriegsende, bis 1944, im Zentrum der Luftrüstung stand. Und deswegen war Milch eigentlich viel wichtiger für die Geschichte der deutschen Rüstung, die ja auch auf der Anklagebank stand, als Albert Speer. Und um dieses Versehen, wenn man so will, zu kompensieren, bekam er seinen eigenen Prozess. Im Januar 1947 wird Erhard Milch in Nürnberg als einer der Hauptverantwortlichen für das System der NS-Zwangsarbeit angeklagt. Das Militärtribunal verurteilt ihn zu lebenslänglicher Haft. Gemessen an den zahlreichen Todesurteilen, die im Nürnberger Prozess zuvor verhängt wurden, ein mildes Urteil. Nach den Nürnberger Prozessen gerät das Thema Zwangsarbeit mehr und mehr in Vergessenheit. Insbesondere in den Konzernetagen verdrängt man die Verantwortung für die an Zwangsarbeitern begangenen Verbrechen. Die meisten Unternehmen waren gar nicht der Meinung, dass es sich dabei um ein Verbrechen handelte, sondern um die Beschaffung von Arbeitskräften aus kriegswichtigen Gründen. Das war die offizielle Wahrnehmung, das war die Wahrnehmung eines Großteils der Bevölkerung und übrigens auch die juristische Wahrnehmung in den 50er Jahren. Nur so ist es zu verstehen, dass man 1955, als die Bundesrepublik eine neue Fluggesellschaft gründet, für diese wie selbstverständlich den Namen Deutsche Lufthansa wählt. Die neue Firma kauft der alten Lufthansa das Firmenlogo und die Namensrechte ab. Juristisch entsteht so ein neuer Konzern. Und als der erste Flug einer Lufthansa-Maschine nach dem Krieg startet, scheint es tatsächlich so, als ob eine neue Epoche der deutschen Luftfahrt begonnen hätte. Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Hier erforscht der Historiker Carsten Linne die Geschichte von Kurt Weigelt. Weigelt ist es, der nach dem Krieg den Aufsichtsratsvorsitz der Lufthansa übernimmt. Er soll für den demokratischen Neuanfang des Unternehmens stehen. Doch in Wahrheit, das zeigen Aktenfunde, hat er eine Vergangenheit, die erheblich vorbelastet ist. Weigelt vertrat vor 1933 bereits explizit die Erdöl- und Luftfahrtinteressen der Deutschen Bank. Wichtig für seine weitere Karriere und seinen weiteren Werdegang im Dritten Reich sind allerdings in erster Linie seine Rolle als Leiter des Amtes Wirtschaft, des kolonialpolitischen Amtes der NSDAP. Weigelt hatte durch seine Position natürlich und naturgemäß Kontakt mit fast allen führenden Nationalsozialisten.
Bei Kriegsende befindet sich Weigels Name neben denen anderer Unternehmer wie Flick und Quandt auf einer alliierten Liste der 42 einflussreichsten Industriellen des Dritten Reichs. Auf seinem Hof in Bayern wird Weigelt von den Amerikanern verhaftet. Doch zunächst kommt er unbehelligt davon. Weigelt wurde von der dortigen Spruchkammer entnazifiziert, begab sich aber offensichtlich in der Zwischenzeit wieder nach Berlin und wurde 1947 von einem dortigen US-Militärgericht angeklagt, weil er falsche bzw. unvollständige Angaben gemacht hat. Beispielsweise hatte er seine fördernde Mitgliedschaft in der SS verschwiegen, was zur damaligen Zeit natürlich ein Punkt war, um eine Anklage zu erheben. Weigelt wird zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Danach kann er seine Karriere unbeschadet fortsetzen. Als es zur Neugründung der Lufthansa kommt, ist ausgerechnet er derjenige, den man an die Spitze des Unternehmens stellt. Weigelt ist sicher ein Beispiel dafür, dass zumindest auf der personellen Ebene in diesen Fragen kein Neuanfang gemacht wurde. Er war Gründungsmitglied der alten Lufthansa 1926. Schon daran erkennt man, dass es also eine deutliche personelle Kontinuität in die Nachkriegszeit hinein gab. Neben Kurt Weigelt übernimmt die Lufthansa zahlreiche weitere Mitarbeiter aus der NS-Zeit. Er hat Milchwirt, wie viele andere Kriegsverbrecher, 1954 vorzeitig aus der Haft entlassen. Der neue Lufthansa-Vorstand Hans Bongers schickt dem Herrn Generalfeldmarschall ein herzliches Wort der Begrüßung. Ich hoffe, dass es Ihnen einfach fallen wird, sich mit den neuen Verhältnissen und in ihnen zurechtzufinden und dass Sie schnell wieder mit bewährter Tatkraft Ihre Probleme positiv lösen werden. Erhard Milch wird nicht wieder für die Lufthansa arbeiten. 1972 stirbt er. Generalfeldmarschall Erhard Milch meldet sich ab. Ein Generalfeldmarschall stirbt nicht, sondern er meldet sich ab zur großen Armee. Das ist natürlich rückblickend, wenn man das als Ausdruck eines ganzen Lebens nimmt, ist es natürlich auch wiederum eine Lüge, aber doch eine Beschönigung. Also Milch war nicht in erster Linie Generalfeldmarschall, sondern Erhard Milch war einer derjenigen, die die Rüstungsindustrie in Deutschland aufgebaut haben und bis zum bitteren Ende geführt haben. Und er hat offensichtlich, und das sagt seine Todesanzeige, sich eigentlich nie zu der Verantwortung bekannt, was eigentlich angemessen gewesen wäre. Hamburg, Lufthansa-Basis. Aus Kalifornien ist Thomas Schatzky nach Deutschland gekommen. Sein Vater war bis 1933 der erste technische Direktor der Lufthansa. Nach ihm hat das Unternehmen auf seinem Betriebsgelände eine Straße benannt. Ein Pressesprecher der Lufthansa nimmt Thomas Schatzky in Empfang. Er bringt ihn an den Ort, den die Lufthansa seinem Vater gewidmet hat. Wann die Straße so benannt wurde, das kann ich gar nicht sagen. Mein Vater lebte doch, als das, vielleicht nicht, aber mein Vater ist gestorben in 91. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es in den 90er Jahren war, denn in den Anfang der 90er Jahre wurde das Gelände hier erweitert. Aha. In diese Richtung. Diese Hallen und diese Werkstattgebäude, ja, stammen alle aus den Anfang 90er Jahren. Ja, ja. Das natürlich, ja. Hat es sich ja durchaus angeboten, eben auf einen frühen Techniker der Lufthansa, ja, auf den ersten großen, ja, Techniker, ja, der Lufthansa, dann auch nach ihm eben einen Weg, eine, ja, Straße zu bringen. Der Mann, der ihn rausgeschoben hat aus der Lufthansa, das war ein Nazi. Kennen Sie die Geschichte, Herbe? Nein, die kenne ich so im Detail nicht. Ich persönlich bin jetzt auch mehr ein bisschen konzentriert auf die neuere Geschichte der Lufthansa nach dem Zweiten, ja, Weltkrieg. Da haben wir eben 95 hier den 50. Geburtstag gefeiert, weil es eben hier, wie schon erwähnt, 55 losging. Ja, ja. Ich muss sagen, das Kapitel vor dem Zweiten Weltkrieg, da bin ich noch gar nicht so eingestiegen. Aber das geschieht ja jetzt hier offenbar etwas intensiver, ja, dass man da auch mal zurückguckt, eben, ja, die, zur ersten Lufthansa, ja, von 1926. When
Als die Nazis die Macht übernahmen, kam dieser Mensch, der meinen Vater aus der Firma drängen wollte, in sein Büro und sagte: "Na, das wirst du mal sehen, das reißen wir die Juden raus, das ihre Positionen." Entschuldigung, ich spreche jetzt Deutsch. Ihre Position bei der Lufthansa steht jetzt in Frage, denn wir, die Nazis, übernehmen das Ruder. Mein Vater antwortete: "Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich gehe sowieso." Erich Schatzky flieht mit seiner Familie aus Deutschland. Im amerikanischen Exil konstruiert er Flugzeuge für die US-Armee und wird so dazu beitragen, dass die Alliierten den Krieg gewinnen. Auf eigenen Wunsch trifft Thomas Schatzky den Mann, der den Vorschlag gemacht hat, dass die Lufthansa eine Straße nach seinem Vater benennt. Es ist Heinz Herrmann. Ich habe Spuren gesucht von Lufthansa-Mitarbeitern, die unter der Nazi-Diktatur gelitten haben. Daraufhin habe ich recherchiert. Ja, das stimmt. Und so kam das alles zustande. Ja, aber was man nicht sagen kann, das geht mich nicht an. Das ist ein großer Fehler. Nein. Das kann man nicht machen. Das kann man gar nicht machen, weil man ja, weil viele zumindest auch die positiven Seiten mitnehmen. Und wenn man mitnimmt, muss man auch ist verantwortlich, was seine eigene Gruppe macht. Natürlich. Dieser Mann hat Verantwortung übernommen für seine Firma. Anscheinend ist er nicht einmal ein hochrangiger Angestellter. Das ist es, was Menschen tun müssen, Verantwortung übernehmen. Als Mitglied einer Gruppe schaut man sich besser genau an, was die Gruppe getan hat und handelt entsprechend. Nachdem die Lufthansa es anfänglich abgelehnt hat, uns ein Interview zu geben, ist das Unternehmen schließlich doch bereit, einige Fragen schriftlich zu beantworten. Wir wollen wissen, ob man Fehler im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gemacht habe. Die Antwort? Da es keine nationalsozialistische Vergangenheit des Unternehmens gibt, können hier auch keine Fehler gemacht worden sein. Es gibt formaljuristisch überhaupt keinen Zweifel, dass die neue Lufthansa ist und ein ganz anderes Unternehmen ist. Nur muss man sich dann fragen, warum sich diese neue Lufthansa mit den Insignien der alten Lufthansa schmückt. Also mir ist nicht bekannt, dass nach 1955 eine Ju-52 bei der Lufthansa geflogen ist, aber nichtsdestotrotz ist sie das Traditionsflugzeug der Lufthansa. Also die Lufthansa versucht, die positiven Seiten ihrer Geschichte zu nutzen und die negativen Seiten zu vergessen. Offenbar ist sich die Konzernleitung der Lufthansa bewusst, welch zweifelhaften Umgang man mit der eigenen Vergangenheit pflegt. Man verbietet uns die Dreharbeiten bei den seit Jahren durchgeführten Traditionsflügen der Ju-52. Jenem Flugzeug, mit dem Hitler einst seine Eroberungskriege in Europa führte. Wir drehen trotzdem aus der Distanz und von öffentlichen Plätzen aus. Anders als die Lufthansa können die ehemaligen Zwangsarbeiter die dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit nicht einfach vergessen. Wenn ich das in Einzelheiten erzähle, dann kann ich das nicht aushalten. Man bittet mich manchmal, dass ich meine Geschichte öffentlich erzähle. Ich mache das aber nicht. Ich erzähle nichts, denn ich kann es nicht ertragen und breche in Tränen aus. Das wäre alles. Bis zum Ende der Dreharbeiten bleibt die deutsche Lufthansa bei ihrer Haltung. Die Geschichte des Unternehmens hat erst nach Krieg und NS-Zeit begonnen. In dieser Geschichte kommen die Verbrechen an Zwangsarbeitern nicht vor.